Hallo, ich bin mal wieder die Bianca. Heute sind wir draußen für euch unterwegs. Wie man sieht, immer mit einer leichten Brise hier oben an der Nordsee, aber das sind wir ja gewöhnt. Zum einen haben wir heute das Thema Leinenführigkeit, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn der Hund an der Leine zieht. Leinenführigkeit, wie kann man das beibringen? Im Endeffekt, wie jedes andere, was der Hund lernen soll, auch geht es um positive Bestärkung. Also ich zeige dem Hund, was soll er tun und lobe ihn. Gerade bei jungen Hunden oder wenn ein Hund als Welpe kommt, ist es immer ganz gut, wenn man ihn dann so richtig überschwänglich lobt, damit er einfach merkt, dass er was richtig gemacht hat, auch wenn man sich damit vielleicht total zum Idioten macht, aber das ist egal. Natürlich kann man auch mit Leckerlis arbeiten. Ich finde eine Mischung immer ganz gut. Das Superleckerli sollte dabei sein, aber man sollte auch nicht permanent für jedes bisschen, was der Hund gut macht, Leckerli in den Hund stopfen, ist zumindest meine Meinung. Ich habe hier was ganz Tolles dabei zum Üben heute. Das ist so eine Salami-Perlenkette. Die gibt es zum Beispiel auch bei uns auf den Messen, beim Dogsbox-Stand oder auch bei uns im Shop. Die sind super lecker. Gell? Ja. Und die haben wir jetzt heute mal dabei. Man kann aber beispielsweise auch kleine Fleischwurst klein schneiden oder Wiener. Also irgendwas, was jetzt für den Hund das Superleckerli schlechthin darstellt. So, und dann legen wir mal los. Carlotta, komm, komm. Den Hund immer ansprechen. Komm, ja fein. Und dann weiß sie schon, was zu tun ist. Und am besten ist es, wie man es jetzt gerade sieht, wenn die Leine locker durchhängt. Carlotta drehen, komm, komm mal, ja, fein. Also der Hund sollte halt nicht auf totalen Zug gehen, sondern die Leine sollte locker durchhängen und man kann sie natürlich dann auch länger lassen, damit sie ihr Geschäft erledigen kann. Halt, stehen. Und wenn man in dem Moment, wo sie stehen bleiben soll, wenn sie es nicht über die Stimme macht, nur ganz leicht irgendwie den Druck auslöst drauf auf das Halsband reicht. Also um Gottes Willen nicht irgendwie wie bescheuert an dem Hals rumzerren vom Hund. Das habe ich schon ganz oft gesehen, dass dann halt nach hinten gerissen wird. Das ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg. Ich zeige euch dann jetzt mal dieses überschwängliche Loben, was ich vorhin meinte. Carlotta, komm. Halt, umdrehen. Carlotta, hopp, hopp. Ja, fein! Ja, super! Fein gemacht! Ja! So, das war jetzt das überschwängliche Loben. Also es gibt Hunde, da geht das relativ schnell. Bei ihr, die kommt aus Spanien vom Jäger, war es im Endeffekt eigentlich schon da, ne? Weil die Galgos, die aus Spanien kommen können, die meisten laufen wirklich wie eine Feder an der Leine. Da ist dann eher das Thema, wenn ich eine Wildsichtung habe, wie verhält sie sich dann in der Leine? Also geht sie dann voll nach vorne und reißt einen um? Und das ist halt auch so ein Thema, was man einfach trainieren muss, dass das eben nicht passiert, dass sie ruhig bleiben und außer dass sie gucken und mit Sicherheit auch aufgeregt sind, aber dass ansonsten nichts passiert, dass sie einfach nicht nach vorne schießen. Ne? Wenn ihr Hunde unerfahren seid oder im Endeffekt Anfänger seid, sucht euch wirklich gerade für den Anfang eine sehr gute Hundeschule in eurer Nähe aus, die euch dabei unterstützt, was der Hund lernen muss. Ihr könnt da Bewertungen lesen oder Erfahrungen von Freunden, Bekannten euch einholen, wer da einfach gut ist und wer zu euch passt. Jetzt haben wir noch mal einen von unseren Kleinen dabei. Bei dem hat es tatsächlich länger gedauert, bis er dann mal verstanden hat, dass er sich nicht strangulieren muss. Aber mittlerweile kann er das auch ganz gut. Der hat halt immer in der Leine gehangen und hat sich fast aufgehangen, hat es einfach nicht kapiert mit der Zieherei. Es ging irgendwann von ganz allein. Ich habe es halt immer wieder geübt, geübt, geübt und dann hat er es irgendwann kapiert und ist normal gelaufen. Ein paar Wochen war es halt schon, wo er immer wieder auf Zug gehangen hat. Und wir haben dann auch mal den Züchter von seinem Vater getroffen und das war ganz am Anfang, da hatten wir ihn gerade. Er hat dann einmal so dermaßen an der Leine gezogen, dass ich gesagt habe, ob er irgendwie noch ganz normal ist. Und er hat gemeint, ja, so muss man das beibringen. Aber ich meine, so einen kleinen dünnen Gurkenhals, dann kannst du halt auch mal das Genick brechen mit solchen Geschichten. Also geht überhaupt nicht. Es gibt natürlich Halsbänder, die irgendwie den Hund würgen oder was auch immer, aber das ist absolut abzuraten.
Also die werden natürlich hauptsächlich bei richtig schweren Hunden eingesetzt, bei den Kampfhundrassen oder was auch immer, weil die eine Kraftumsetzung haben, dass die, wenn du bei denen das nicht hinbekommst, dass du nur noch diese Chance hast, damit sie dich halt nicht davonziehen. Aber ich halte überhaupt nichts davon. Und bei Hunderassen wie den Windhunden ist es auch überhaupt nicht notwendig. So, komm ja, Kari, wir gehen mal laufen. Komm mal hier. Hier bleiben. Ja, Kari. Zacke, zacke, zacke. Du wusst? Ja, Kari, komm. Hip, 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 hip. Bleib mal hier. Komm mal her. Einmal rum. Komm mal hier, einmal rum. Nee, nein. Komm. Hopp, 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 hopp. Ja, so ist er fein. Ja, super. Ja. Er weiß nicht, was los ist. Ja, aber der kapiert gerade nicht, was wir hier machen. Die anderen sind alle nicht dabei. Also für den Anfang ist es einfach gut, eine 2-Meter-Leine zu haben, maximal 2,50 Meter. Die sind ja auch in der Regel immer verstellbar. Also man kann die dann kürzer stellen und länger stellen. Ihr solltet halt für das Üben die Leine nicht zu lang haben, dass der Hund einfach bei euch in der Nähe ist und dass ihr erstmal im Endeffekt dann mit dem Hund lauft. Komm, ja, Kari. Und dazu muss die Leine, bleib mal hier, muss die Leine nicht so lang sein. Ja, Kari, bleib mal hier. Leckerli, leckerli. Ja, fein. Und den Hund halt, komm, hier, immer ansprechen. Ja, Kari. Beim Laufen, damit er einfach weiß, zumindest beim Üben. Irgendwann später müsst ihr ihn natürlich nicht mehr permanent vollquatschen. Aber dass er halt einfach weiß, dass er in eurer Nähe bleiben soll und dass er nicht ziehen soll. Ja, fein gemacht. Super. Super. Ja, super gemacht. Ja, dann macht's mal gut und bis zum nächsten Mal. Nach 3-4 Monaten auf einmal geht er immer weiter und immer weiter und der Radius wird immer größer. Das ist definitiv der Fehler, weil das nicht über Bindung funktioniert, sondern eher die dann einfach nur ableint. Und dann ist es klar, dass der Hund irgendwann sagt, naja,